Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Return of the Obra Dinn. Wir sind in der letzten Folge hier schon am Schiff angekommen, haben die ersten Zusammenhänge zusammen verknüpft und ich finde das Spiel total klasse gemacht. Mag zwar vielleicht von außen nicht so spannend sein, aber ich finde das absolut hammergenial. Und ja, wir haben hier die nächste Leiche, imaginär zumindest, die wir jetzt freischalten müssen. Wir haben hier hinten eine gehabt, die ich die jetzt immer. Ah, die liegen jetzt auch imaginär jetzt hier mal rum, wa? Tatsache! Ach, das ist ja super. Die Leichen bleiben jetzt immer hier liegen. Das heißt, wir können uns die Sachen nachträglich immer wieder angucken. Oh, oh, was stand da eben? Ach, wir können hier uns zu der Leiche das Buch direkt öffnen. Ah. Wir müssen ja nicht gleich sofort wieder alles aktivieren. Wir hatten die Person zugeordnet. Die Person ist eindeutig zugeordnet. Die Person, da fehlt uns noch der Name zu. Wir können uns hier... das ist gut. Öffnen Sie das Buch bei geöffneter Taschenuhr, um zur relevanten Seite zu blättern. Okay. Die ist noch unbekannt, die Seele. Zwei andere waren zugegen zu dem Zeitpunkt. Ja, das sind nur die beiden. Schade, schade, schade. So, das ist der, der den Captain erstochen hat. Und der erstochene Captain hat sich hier selbst erschossen. Aber sie war schon längst tot. Sie haben wir. Alles kein Problem. Hier sind aber noch mehrere Personen, die irgendwie zugeordnet. Ah, guck mal, erschlagen. Die kennen wir noch gar nicht. Wir kennen noch den Martin. Warte mal. Wo ist denn der Martin eigentlich? Ach so, und wer sich wundert, ich habe ja gesagt, wir wollen, hier, Martin. Wie ist denn der umgekommen? Zur zweiten Erinnerung. Er scheint in zwei Erinnerungen. Erinnerungen auf der Deckkarte zeigen. Einmal hier und einmal hier. Da ist er auch. Wo denn da genau? Ach so, ja, der ist... Ja, stimmt, warte mal, den können wir vielleicht noch entdecken. Ja, wir spielen jetzt nicht immer in Bernstein, ne? Also wir wechseln immer die Farben dann durchweg. Also nicht wundern. Weil ich es einfach kultig finde. So, die Leiche ist noch nicht identifiziert, deswegen ist sie noch so da, wie sie ist. Wir können mit der Uhr wieder in die Szene springen, oder wie? Teil 7 von 8... Okay. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Mal hier hinten können wir wieder raus aus der Szene. Das ist er. Wer bist du? Dich haben wir noch nicht. Ach, guck mal, wer hier ist. Wer bist du? Das ist ein Asiate, würde ich jetzt so sagen, ne? Haben wir hier einen asiatisch klingenden Namen? Ich guck mal. Ist im ganzen Buch unscharf dargestellt. Das bedeutet, dass wir noch nicht genügend Informationen haben, um die Identität der Person zu ermitteln. Diese Person benennen zu wollen, obwohl das Gesicht noch unscharf ist, wäre nichts als unproduktiv. Fahren Sie fort und halten Sie Augen offen. Gesichter scheinen nicht mehr unscharf, wenn auf die eine oder andere Art die Informationen enthüllt wurden. Aha, okay. Ja, muss man ja wissen. Aber ich hätte ihn jetzt vielleicht entdeckt, ne? So. Hier, wer bist du denn? Martin Parrott. Okay. Aber wir wissen noch nicht, was mit ihm im Allgemeinen passiert. So, dich haben wir auch noch nicht lokalisiert. So, doch, da. Aber zu dir gibt es keine Informationen. Hier schwappt Wasser rüber. Hier ist so eine Ziege. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist der da. Okay, dazu gibt es auch noch kein Gesicht. Das ist, glaube ich, die nächste Leiche. Ah, guck mal, hier ist ein Tentakel abgeschlagen worden. Von ihm hier. Also, den hatten wir. Okay, ich gehe mal hier raus. Wir schnappen uns die nächste.
So, und zwar, wenn wir uns die Leiche hier angucken. So, Hauptklampe, okay. Da ist einer weggeflohen. Was? Was ist das denn? Was ist das? Da ist irgendwas geworfen worden. Wer bist du? Du bist auch noch nicht genauer. Hier ist die Ausgangstür denn? Ich weiß nicht, was das ist. Ist das eine Art Explosion oder so? Ah, guck mal. Unser Kumpel hier. Zerrissen Bestie. Diese unbekannte Seele. Ja, das können wir nicht so ohne weiteres. Oh, warte mal. Das ganze Schiff wird gerade zur Seite gezogen, wie es scheint. Da kommt einer mit den Musketen hochgelaufen. Da unten. Ah, da jetzt. Okay. Ja, wir haben alles. Was ist da bloß passiert? Okay, da kommt ein neues. Ah nee, die neue Position. Noch eine Leiche. Wer ist das? Wie ist diese Person zu Tode gekommen? Ich kann es nicht sagen. Wirf das Pulver. Ich sag mal, durchbohrt, erdrosselt, erschlagen, getötet, ertränkt, explodiert, gestürzt, Krankheit, Selbstmord, verbrannt, Stromschlag, vergiftet, verzehrt, zerfetzt. Ich sag mal, ja, aber explodiert ist es ja nicht. Okay. Ist das eine Explosion? Warte mal. Wir gucken uns das gleich nochmal an, ob das wirklich eine Explosion ist. Aber es sieht aus wie eine, ne? Es sieht aus wie eine. Es sieht aus wie eine. Okay. Wir schauen mal. Es ist aber jetzt normales Prozedere. Aber wir können uns jetzt hier freier bewegen. Ach ja, da ist auch einer tot. Die Tür ist zu. Die ist auch zu. Das ist nur Licht von den Kanonen. Das ist noch gesperrt. Hier geht es dann nachher bestimmt runter. Und hier ist doch noch eine Leiche. Dun-dun. Autsch. Okay. Bei ihm. Bei ihm wissen wir zumindest, wie er umgekommen ist. Das ist aber nicht das hier. Okay. Er mal wieder. Okay. Was ist da hinten los? Aber wir können immer noch nichts. Ach, das ist der explodiert ist, okay? Und du?
Zu ihnen haben wir noch nichts. Okay. Dann schnell hier gucken. Das sieht mir ja nach der Kombüse aus. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ah, wir können hier durchlaufen. Das ist gut. Dann können wir hier auch durchlaufen. Nee, können wir nicht. Nein, nicht verschwinden. Okay, wir sehen es ja gleich nochmal in Natura. Auf dem Geschützdeck. So, wer das ist, wissen wir nicht. Aber er wurde zerquetscht, wurde er. Getötet, ertränkt, gestürzt. Zerquetscht wurde er von einer Kanone. So viel ist schon mal klar. Oh. Ach, du Heiliger. Siehst du, das haben wir nämlich gar nicht gesehen. Okay. Du hier. Komm ich da hinten hin, halt. Ich gehe mal kurz hier hinten gucken, ne? Hier können wir wahrscheinlich später die Tür aufmachen. Ich schaue mich mal bloß hier um. Da sind Türen, die man aufmachen kann. Okay, hier sind erstmal keine tote Leichen. Man kann später aus den Räumlichkeiten, wo die vielleicht schlafen, draus schließen, wer das ist, ne? Aber hier scheint erstmal keiner zu sein. Da ist abgeschlossen. Oh, hier ist ein Klo. Sowas wie eine Couch und ein Sessel. Mhm. Ich finde das erstaunlich. Wirklich. Hier ist auch eine tote Leiche. Eieieiei. Hier ist auch eine tote Leiche. Da können wir bestimmt noch herausfinden, woher. Hier ist sogar eine Kanone in dem Zimmer. Hier schläft einer direkt neben der Kanone. Hammer. Und hier. Liegt einer in einem Bett. Okay. So, wir wollen aber uns ihn ja angucken, ne? So. Dudum. Die Lunte. Ach, du Heilige. Okay. Der ist aber sowas von, dass die Kanone weggerutscht. Aber wir haben zu den getötet. Ah, guck mal, das ist einer von den Getöteten. Erschlagen. Aha. Guck mal, wer hier ist. Zerrissen. So. Wir kommen aber nicht rein. Oh, das ist krass. Der ist komplett erschossen worden. Dann ist das wirklich eine Art Explosion. Aber wir sehen leider nicht mehr. Oh doch, da hinten. Ich hab's gerade gesehen. Mist. Mist. Dum, 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 dum. Was? Wer ist das? Wie ist die Person? Wer ist diese? Ach, das gehört alles noch zu dem. Ah, das gehört alles noch zu dem. Zu dem Modus. Ups,
Ja, wer ist das? Und wer ist das? Warte mal. Okay, ich muss zu ihm hin hier. Sind das kausale Ketten? Oh, wir folgen ihm kurz mal. Hm? Ja, da drunter liegt eine Leiche. So, ich will mal... Ist es der hier? So, fand ein Schicksal, der ist... erschossen worden von einer Kanone. Von einem unbekannten Angreifer. Nee, der ist untereinander. So, wer ist er hier? Das überhäuft sich hier. Das ist ja... Ah, da kam das Vieh schon durch, ja? Wer bist du? Ach, du Heiliger. Erschossen von der Kanone. Wo kommt er denn her? Unbekannt. Okay. Ich versuche hier gerade... Mal hier hinten, den wollte ich angucken. Wer ist das hier? Der verschiebt gerade irgendwie. Okay. Die schießen gerade nach draußen. Das ist der, der erschlagen wurde dann später. Und du bist der auch, der getötet wurde vom Boss. Halt. Nee, das ist eine Kanone. Okay, die Zeit ist wieder rum. So, wie sieht das Bild nochmal aus? Der wird zerquetscht vom Monster. Fand ein Schicksal, wird zerquetscht. Zerquetscht, ne? Da, zerquetscht von der Bestie. Aber wer das ist, wissen wir noch nicht. Okay, wir können aber nochmal auf Spurensuche gehen. Ich glaube, jetzt haben wir einen Großteil der Szene... Achso, kommen wir ja nicht hin. Einen Großteil der Szene schon erklärt, geklärt. Also der wird... Ah, gucke mal. Jetzt verstehe ich's. Schaut mal. Der stand an der Lunte. Die Lunte, das ist schon angezündet und feuert. Die Bestie hat die Kanone drumherum. Die versuchen gerade oder sind selber halb gefangen von der Bestie und steht genau vor der Lunte. Das heißt, der wird komplett erschossen. Und der hier, meines Erachtens, wird, ich nenne es mal, dass er... auch erschossen wird von der Kanone. Ich sag mal Bestie. Das gleiche mache ich mit dem, mit ihm hier auch. Ups, nochmal. So, von der Bestie. Das passt schon weitaus besser. Der versucht was hier? Die Kanone ist am Wegrutschen, wie es aussieht. Und er versucht sie, ja, abzuhalten. Wo ist eigentlich der Türausgang?
Wo ist meine Tür? Da hinten. Okay, wir können uns jetzt ganz normal wieder umgucken. So, wir haben hier unter nämlich eine Leiche. Und hier haben wir eine Leiche. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir können Tab drücken. Guck mal, da ist komplett hier durchgeschossen. Siehst du? Bom. Hier ist komplett ein Loch rein, so wie die Theorie dann ist. Hier unter ist noch einer. Ach, das ist der mit der. Okay, das ist der, der zerquetscht wurde. So, wir schauen mal. Hier sieht es alles soweit gut aus. Ah, wer ist denn das hier? Was? Hat der gepupst? Ich glaube, der wurde vom Kraken erwischt, oder? Beim Pupsen. Ja. So, wer bist du bist? Wer bist du? Es? Ach, von dem gibt es kein Bild. Der wurde beim Kacken zerquetscht. Und du hast das mitbekommen. Und kein anderer hat das mitbekommen, dass der Kraken schon da war. Oder? Was hast du gesehen? Oh, das ist ein neuer. Okay. Wer bist du? Nee, zweier. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Den hatten wir auch noch nicht. Der scheint tot oder gestürzt zu sein. Den hatten wir aber schon. Nee, okay. Es wird immer verschachtelt da alles, ne? Also wir haben ja wenigstens in der letzten, also in der allerersten Folge, haben wir ja wenigstens die Sachen. So, wer ist diese Person? ES. Wir können mal, warte mal, ich glaube, ich kann zum Inhaltsverzeichnis, ne? Ich möchte die Crew. Und jetzt suchen wir mal, wer ES ist. Fängt mit E an und hört mit S auf. E. Re, 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 re. Ja, so viel dazu. ES. Emil O'Farrell. Hier, Edward Spratt. Mal gucken. Das erklärt doch diese komische Signatur. Edward Spratt ist es. So, Moment. Da, wer ist diese Person? Diese unbekannte Seele ist Edward Spratt und er ist zerquetscht worden. Zerquetscht von der Bestie. Haut das hin? Ach komm, hör auf. Den habe ich ja gar nicht gesehen hier. Guck mal, hier pennt gerade einer oder ist gestorben. Der da oben. Wird also noch ein bisschen geführt hier, ne?
Gucken wir mal. Jetzt werden wir bestimmt nach oben geführt. Ah, ist toll gemacht. Es wird wirklich wunderbar gemacht, dieses Spiel. So, wir haben hier eine Leiche. Warte mal. Ich möchte aber vorher... Ach so. Das ist ja jetzt nicht mehr die Szene, ne? Ach, das ist nicht mehr die gedankliche Szene. Warte mal. Ich will noch mal in die Szene rein, wie der hier zerkackt wurde. So. Düt. Genau. Und zwar... Wer ist das hier? Das ist... Jetzt könnten wir ihn identifizieren. Unbekannt. Ist irgendwas Asiatisches, würde ich sagen. Wir gucken mal, ob wir irgendwas Asiatisches hier sehen. Nuncio Pasca, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Warte mal, wir gehen mal auf die Schnelle. Ach, guck mal, wir... Okay, das sind mir dann doch ein bisschen zu viele Asiaten. So, wer bist du? Erschossen, Kanone, Bestie. Okay. Oh, guck mal, wer hier noch alles rumrannt. Wer bist du denn hier? Ah. Und du? Zerquetscht Kanone. Und könnte jetzt... Erste Erinnerung, Seite 76. Achso, das ist... Okay. Ist hier drüben noch was? Nee. Okay. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier nochmal raus und schnappen uns dann in der nächsten Folge. Achso, warte mal, hier war doch noch einer. Wer ist das denn? Was ist das? 56. Hä? Warum steht hier 56? 56. Mal gucken. Soldaten der Meere, okay. Wahrscheinlich ein No-Name, hier auch. 57. Ah. Mal hier auch dann wahrscheinlich X. Okay, gut. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und dann machen wir hier an der Stelle weiter. Wie gesagt, mir gefällt das Spiel wunderbar. Wunderbar? Sehr. Also sehr. Viel. ja, bis zur nächsten Folge. Euer Firefox. Tschüss.